kommen wir jetzt zu einem Superheldenfilm, der seit einer Woche erfolgreich in unseren Kinos läuft. In Batman vs. Superman – Dawn of Justice flattert nur 4 Jahre seit The Dark Knight Rises ein neuer Mann als Batman über die Leinwand. Das Mal schlüpft Ben Affleck ins Fledermauskostüm. Jetzt redet er über seine Beweggründe, die Rolle, die so viele vor ihm gespielt haben, auch noch zu spielen. Yeah, I was thrilled. Es war aufregend, einen völlig neuen Bruce Wayne zu verkörpern. Es haben sich schon viele talentierte Filmmacher an dieser Figur bedient, darum war es notwendig, dass wir eine neue Richtung einschlagen und nicht einfach nur das kopieren, was wir sowieso schon können. Eine dunkle und tragische Variation umzusetzen, hat mir viel Spass gemacht. In maybe more tragic direction, that was a lot of fun. Aber nicht nur der Batman kommt im neuen Gewand zu fliegen, auch im Superman hat man trotz seinem noch jungen Vorgängerfilm Man of Steel eine Auffrischung verpasst. The evolution of Superman. Wir sehen die Evolution des Superman und seine Entwicklung. Die Reise ist aber noch lange nicht zu Ende. In diesem Film werden Fehler gemacht, die er hoffentlich später daraus lehrt. Und mit dieser Aussage spielt Henry Cavill auf die Fortsetzung an. Denn die Reise geht schon 2017 weiter. Dann kehren die Superhelden aus Batman vs. Superman und einige mehr zurück, und zwar in Justice League. Kennen Sie die älteste Lüge Amerikas? Macht könne unschuldig sein.